herzlich willkommen zu einem neuen Video mit uns. Die Woche machen wir eine kleine Roomtour und erzählen wir euch ein bisschen was über unseren Bus. Es ist ein Renault Master, von der Größe her ist es der L2H2, 2,3 Liter, 136 PS. Entschieden haben wir uns für die Größe, weil wir eigentlich ein Alltagsauto haben wollten und den mal ein bisschen zum Camper ausbauen. Aber dass wir das dann Vollzeit machen wollen, haben wir erst während dem ganzen Ausbau beschlossen. Es wäre ein bisschen vom Vorteil, wenn es eine Nummer größer wäre, aber es passt schon so. Wir kriegen alles unter und so ist es gemütlich. Da haben wir unseren Küchenblock, den haben wir vom Möbelhaus. Das Waschbecken haben wir selber eingeschnitten. Waschbeckenarmatur ist vom Bauhaus. Die Restplatten vom Außerschneiden haben wir da verbaut. Wir haben uns für das große Waschbecken entschieden, weil es ist einfach feiner, wenn man abwascht und beim Abtrocknen das nasse Geschirr einfach da herstellen kann und das Restwasser schön da reinrinnt. Unter unserem Waschbecken haben wir unseren Abwasserkanister mit Feuerlöscher und unserem Waschzeug. Daneben befindet sich unser Kühlschrank. Der hat ca. 63 Liter mit einem Gefrierfach. Über dem Waschbecken haben wir noch unsere Gewürze. Da haben wir noch ein Regal mit Salz, Pfeffer, Öl, eine Trinkflasche und unsere Musikbox. Die Restplatten vom Waschbecken, was übrig geblieben ist beim Außerschneiden, haben wir da noch eingebaut für noch mehr Arbeitsfläche. Da haben wir unsere Fernbedienung für den Max Airfan. Daneben ist unser Bedienelement für die Standheizung, unser USB-Anschluss und unser Schalter für die Wasserpumpen. Da haben wir noch unseren Specksaugen. Da haben wir noch ein Andenken von unserem Hund, von Baloo, der ist leider ein Wochen, bevor wir losfahren wollten, verstorben. Dann haben wir noch einäschern lassen, ein paar Fotos von ihm mit einer Blume, seiner Pflanzen. Und da ist noch unser Obst- und Gemüseschollen. Da haben wir auch noch ein Kastel drinnen. Da haben wir unseren Gaskocher drinnen. Da unten haben wir noch unsere Töpfe drinnen, unseren Omni-Eis drinnen und noch andere Küchenutensilien. Da oben haben wir unsere Hängeschränke. Die Fronten haben wir foliert, damit sie zur Kuchelfront passt. Da drinnen haben wir unsere Teller, unsere Schüssel, unser Kaffeekocher mit unserem Milchaufschäumer. Darunter haben wir unsere Bestecklade und mit unserem Messer und natürlich unsere Schneidbritteln, Strohhalme und alles, was man noch so braucht. Daneben haben wir noch einmal unseren Hängeschrank. Da haben wir unseren Kaffee, noch Gewürze, Tassen, Gläser. Das ist unsere Krimskrams-Kiste. Da ist alles Mögliche drinnen. Bei den ganzen Türen haben wir Kugelschnapper verbaut, damit einfach sicher ist, dass während der Fahrt nichts aufgeht. Unter der Küche haben wir noch unsere Standheizung verbaut. Wir haben ein Autotherm R2D verbaut. Da saugt sie rein und da kommt dann die warme Luft raus. Unseren Boden sowie den restlichen Innenraum haben wir mit Armaflex gedämmt. Die Grundplatten vom Boden ist ein Holzsperrplatten und drüber haben wir unseren Vinylboden verlegt. Da haben wir unser Bett. Wir haben eine Liegefläche von 1,60 m x 1,85 m. Da haben wir unsere Hängeschränke. Ist wieder das gleiche System wie ober der Küche. Rechts habe ich meine Wand drinnen und links das von Florian. Da ist noch unsere iPad-Halterung mit iPad, damit wir dann auf Nacht gemütlich Filme und Serien schauen können. Wir haben das ganze Blech im Innenraum mit Filz verkleidet. Links und rechts vom Bett haben wir direkt aufs Armaflex das Filz verklebt, damit wir einfach keinen Platz verschwenden von unserer Liegefläche. Im Himmel haben wir verkleidet mit unseren Deckenpaneele. Die sind aus Plastik. Wir haben uns für das Material entschieden, weil es einfach leichter ist. Befestigt haben wir die einfach mit doppelseitigem Klebeband. Über unserem Bett haben wir unser Max Airfan.
Daneben ist der Rauchmelder, unsere Deckenspots, die sind dimmbar und da haben wir einen Lichtschalter dazu. Da haben wir noch unsere kleine Sitzecke, die ist richtig praktisch, weil da können wir das aufklappen und drunter haben wir noch viel Platz für unsere Fahrradsachen. Genau das gleiche auch da. Da ist auch noch die Elektrik drunter und die erklärt den Körper dann der Florian noch genauer. Da haben wir unseren Tischhalter. Die Platten haben wir zwischen Küche und Fahrersitz verstaut. Und der ist super praktisch, weil den können wir in alle Richtungen dran, so wie wir es gerade brauchen. So, wie euch die Leni schon gesagt hat, ist ja da unter unserer Bank unsere Elektrik drinnen, eigentlich das Herzstück vom Auto. Und zwar haben wir uns für die LPS von Leap entschieden, weil das ist, warte, ich mach mal auf, das ist ein Kastel, das ist super kompakt und da ist alles drinnen. Verbraucht wenig Platz und genau deswegen haben wir uns für das entschieden. Da ist ein Ladebooster ist schon mit verbaut, es ist ein Spannungswandler mit verbaut, der hat 1500 Watt und 3000 Watt Spitze. Es ist eine Lithium-Ionen-Batterie verbaut mit 100 Ampere-Stunden, die ist völlig ausreichend und ja, die Installation von der LPS ist ganz einfach. Auf der Rückseite sind 6 Stecker und da muss man nur einmal von der Autobatterie zur LPS, da muss man einmal mit Masse verbinden und dann hat man einmal Plus- und Minusausgang für die Verbraucher, also zum Verteiler dann, und man hat noch einen 230 Volt Ausgang und einen 230 Volt Eingang. Der 230 Volt Eingang ist, dass man dann, wenn man auf einem Campingplatz steht, dass man dann die Batterie laden kann. Wir haben auch da noch einen 230 Volt Ausgang. Da haben wir noch Sicherungen. Und ja, wir können da ganz einfach, haben wir, wenn wir da einmal draufklicken, haben wir die ganze Übersicht. 230 Volt Ausgang, 230 Volt laden. Dann haben wir 12 Volt Ausgang, 12 Volt laden. Und da sieht man eigentlich alles. Kann man da dann schauen und dann sieht man jetzt zum Beispiel, haben wir jetzt beim 12 Volt Ausgang, wir haben jetzt keine Verbraucher und deswegen haben wir da 131 Watt, weil wir haben noch auf dem Dach, haben wir zur ganzen Elektronik noch Solarpaneele mit 200 Watt verbaut und dadurch, dass jetzt die Sonne nicht so stark ist, bringt die jetzt gerade 130 Watt und ladet so beim Stehen und unserer Batterie. Und auf dem Schalter kann man noch, da ist der 12 Volt Ausgang und dann ist da zum Einschalten für 230 Volt. So, jetzt zeige ich euch noch unser Garage und eigentlich den Grund, warum wir uns am Bus gekauft haben. So, das ist eigentlich der Grund, warum wir uns so einen Bus gekauft haben, und zwar wollte ich unbedingt, dass die Radeln im Auto sind, weil man sieht, es haben sehr viele haben die Radeln auf der Anhängekupplung oder hinten auf der Heckklappen, aber ich bin nicht so der Fan davon, weil wenn so ein Radl gestohlen wird und das geht, wenn es außen ist ziemlich schnell, ist gleich mal ein bisschen Geld weg. Und deswegen habe ich mich für das System entschieden. Das ist eigentlich eine große Schublade. Mit links und rechts sind zwar Schwerlastauszüge, so dass man das ganz einfach ausziehen kann. Dann kann man einfach schön zubestehen. Die Halterungen vorne sind auch selber gemacht. Da muss ich einfach den Vorderreifen ausbauen und dann wieder die Steckachse einstecken und oder halt einschrauben und dann wird das mit der Steckachse geklemmt und so sind eigentlich die Radeln ziemlich stabil beim Fahren. Die Reifen tue ich dann einfach mit so Klettbandeln zum Radeln dazu klemmen und fertig. Dann kann noch nichts mehr umfallen. So, was wir da noch verbaut haben, oder das ist einmal da unsere Werkzeugkisten. Da ist alles Mögliche drinnen, von Schlüssel, Nussen, Ratschen und was man halt so braucht. Dann haben wir da unseren Warmwasserboiler, das ist der Puttmann Thermboiler mit
6 Liter hat der Volumen, ist, finde ich, für zwei Leute, also wir kommen gut zurecht, das ist ausreichend. Der wird, einerseits wird der mit der Standheizung, kann man den heizen, oder sonst kann man da, da haben wir noch, haben wir Steckdosen verbaut und dann kann ich den da einstecken und dann heizt uns das Wasser mit 230 Volt auf. Funktioniert einwandfrei. Wir haben in, ja, sagen wir 35 bis 40 Minuten ist das Wasser warm und das passt dann genau zum Duschen. So, und da hinten haben wir noch unseren Verteiler für 230 Volt, also eigentlichen Ziehungskosten. Da gehen die zwei Kabel, also der Kabel und der Kabel geht von der LBS da her und dann wird da eigentlich die ganzen Ausgänge werden da abgesichert von Licht, Kühlschrank, eigentlich die ganzen Verbraucher. Dann zusätzlich haben wir da noch unseren Solarladeregler. Und zwar kommen da die Kabel einmal von der Solarober und dann gehen die in Solarladeregler rein und dann gehen nochmal zwei Kabel weg und die gehen eigentlich direkt auf zu dem Verteiler und von dort geht es dann zur LBS. Da haben wir noch einen Helm. So, und auf der Seite haben wir eigentlich nur ein Kastel. Da sind alles mögliche verschiedene Sachen drin. Da haben wir zum Beispiel die Gaskartusche für seinen Gaskocher. Da haben wir irgendeine Schmiermittel für die Radeln und zum Waschen. Da haben wir Abschleppseil, Karabiner. Da haben wir Ersatzteile für die Radeln, Bremsscheiben, Bremsbackeln, Reifen und. Ja, und in den ganzen Kasten ist eigentlich überall irgendwas drinnen. Auf der Seite vom Bus haben wir noch unseren Frischwassertank. Der hat 83 Liter. Dann haben wir da oben noch einen Schlauch mit. Falls einmal ein Brunnen oder irgendwas weiter weg ist, dann können wir mit dem verlängern und dann zum Wasser auffüllen. Dann haben wir da unseren Alpfilter. Mit dem kann man bei jedem Brunnen und überall das ganze Wasser filtern, sodass wir Trinkwasserqualität haben. Dann haben wir da noch ein Radlpumpen zum Luftaufpumpen. Dann haben wir da ist unsere Kassette zum Duschen, also eigentlich unsere Duschkassette. Da stecken wir dann da die Duschpausen ein und dann können wir uns außen schön oberduschen. Und natürlich haben wir da einen Temperaturregler oben für Warm- und Kaltwasser. So, und was wir noch da haben, das ist unser Jackery. Der ist super praktisch, weil er klein und kompakt ist, kann man ihn überall hin mitnehmen. Und so wie in meinem Fall, wenn das E-Bike da ist und wir irgendwo unterwegs sind, dann kann ich ganz einfach das E-Bike da anstecken und kann wieder meinen Akku von E-Bike aufladen. Und für was er auch noch praktisch ist, das ist zum Beispiel, nehmen wir mit vor und können da dann unseren Laptop, iPad, Handys und können wir auch aufladen mit denen. Und wenn der Akku von Jackery leer wird, dann können wir ganz einfach die Solarpaneele mit dem verbinden und dann wird der wieder geladen. So, und auf die Heckklappen hinten haben wir ja links und rechts überall Scheiben. Es ist zwar außen das Foto drauf, aber man sieht trotzdem ein bisschen durch, wenn irgendwer neugierig ist und deswegen tun wir da die Thermomatten auf und dann sieht keiner einer. Ist das einfachste und das beste System. Und da oben habe ich noch meine Alpina Helme hängen. Auf der Seite einer und auf der anderen Seite ist auch noch einer. Jetzt gehen wir noch mal vorschauen, weil der eine oder andere hat mir noch wegen die Bereifungen vom Bus geschrieben. Das haben wir noch vergessen, das machen wir noch und dann sind wir fertig mit unserer Roomtour. So, zu unserer Bereifung. Wir haben den BF Goodbridge All-Terrain Reifen. Den haben eh sehr viele hier oben in der Dimension mit 225 70 16 auf 16 Zoll Alufelgen. Und ja, wir sind ziemlich begeistert davon. Er hat seine Vor- und seine Nachteile. Er ist ein bisschen lauter, aber in dem Zug oder den Vorteil, was er uns bringt, ist, wenn es dann irgendwie gatschig ist oder es nass ist, dadurch, dass wir kein Allrad haben,
können wir mit denen auch, wenn es jetzt zum Beispiel regnet, können wir nur in der Wiese reinfahren und ja, wir bleiben nicht gleich stecken. In dem Sinne würde ich sagen, wir beenden jetzt unser Video von der Roomtour. Falls ihr irgendeine Fragen habt oder irgendwas wissen wollt, schreibt es unten in die Kommentare. Würden uns freuen, wenn ihr wieder ein Abo da lasst und wir sehen uns nächste Woche. Viert euch!